Rennzeit. Wo ist mein Batmobil? Da. In welche Richtung fahren wir? Was machen wir da? Ich weiß nicht. Es ist so weit weg. Muss ich hier überhaupt... Da fliegt ein Hubschrauber drüber. Der schießt mit Raketen. Da habe ich getroffen. Die Sau. Hast du das? Ach so, aus. Hör auf, mich zu erschießen. So, was muss ich jetzt machen? Ich weiß es nicht. Bei einem Auto-Rennspiel, was muss ich jetzt machen? Ihr müsst hier da... Ach, schau mal, das ist hier so eine... Das Batmobil, so eine... das ist so eine Rampe, wo man rauffahren kann. Jetzt habe ich es aber hier so verkeilt irgendwie. Mal die Punkte. Was ist denn das? Warte, ich setze mal das irgendwie nochmal ab. Von Hand hole ich die Punkte. Das ist ein bisschen... das ist ein bisschen so wie anspruchsvolles Daytona hier. Mit mehr als vier Kurven. Wo ist denn das Auto? Ach, das ist hier. Spawnt immer bei mir. Warum spawnt es immer bei mir? Warte, fahr das mal hier auf diese Plattform. Jetzt hier auf so ein Ding drauf. Der Gandalf immer mit seinem blöden Pferd. Ich mag keine Pferde. Ich komm nicht raus. Das soll schießen. Ah, jetzt aber. Ja. Jetzt muss man noch Schwung holen für eine Rennstrecke. Muss man die erst antreiben. Ich glaube, es hackt. Muss ich da in der Mitte durch? Gut. Bist du gerade noch so zur Seite gegangen? Ich muss noch die Steine mitnehmen. Jetzt hätten wir wieder genug, um uns einen Helden zu mieten. Wir schaffen es aber garantiert nicht mehr, innerhalb dieses Levels noch einen zu kriegen. Ja. Ah, guck mal, ich überrunde die schon. Was ist für Luschi-Fahrer? Gewonnen! Jetzt? Hurra! Jetzt kommt nochmal einer. Jetzt kommt noch einer. Ich will. Ja, schön. Noch eine Strecke, jetzt reicht's aber. Ich glaube, du musst aufpassen. Da sind, glaube ich, so Öllachen auf der Strecke und Wasser. Das wird dir wehtun. Ach, das ist ja geil. Diese Startrampen klappen dann auch zu. Mhm. Dass du rüberfahren kannst. Das ist ja voll cool. Wo ist da die Öllache? Ach, das schwarze Öl. Das schwarze Öl. Danach entweder bohren oder nicht rüberfahren. So. Ich glaube, dass Batman, Gandalf und Wildstyle hier diese alten Spiele spielen, ist das, wie sagt man denn, gnädigste, was man der Marke noch antun konnte. Du versuchst auch wirklich jeden von den Öllachen mitzunehmen, oder? Are you aiming for these people? Diese Geschichte würde dich gut in Bilbos Buch machen. Wie, die sind schon runter? Achso, nee. Ja, das habe ich mir auch mal über Bilbos Buch gedacht. Was da noch fehlt, ist ein Autorennen von oben. Das schreibt bestimmt links rein. Sam. Ja. So, und auf den letzten 5 Metern versaue ich euch die Geschichte. Ich fahre noch eine Runde. Er macht es. Was ist denn das für ein Tornado? Zwischendurch. Achso, das geht manchmal gar nicht. Manchmal geht's nicht. Wusstest du, dass sie in Kalifornien inzwischen nicht mehr nach Öl bohren, sondern nach Wasser? Echt? Ja, da gibt's auch eine Wasserpolizei. Wenn die Leute zu viel Wasser verbrauchen. Echt? Strafzettel und so. Ja. Cool. Weil die doch so krasse Wasserknappheit haben. Das ist ja heftig. Ja. Und wir in Deutschland verbrauchen ja eher zu wenig Wasser. Unsere ganze Kanalisation ist ja teilweise. Das habe ich auch mal gehört, dass das, was wir so gesagt bekommen, also was wir im Kindergarten gelernt haben, so wie man beim Zähneputzen Wasser sparen soll oder so, dass das so in der Masse eigentlich gar nicht so gut ist, weil das irgendwie dann. Ja, unser Kanalisationssystem ist eigentlich nicht dafür ausgelegt, dass da so wenig Wasser durchgeht. Habe ich jetzt verloren? Wie viele Strecken kommen denn da? Nee, hast gewonnen. So, wieder eine neue Strecke. Oh, schau mal, jetzt geht sogar hoch. Ist er? Why? Oh, ist doch cool. Mit der Brücke. Ich komme nicht mehr auf diese Plattform. Also übrigens auch
geil. Das ist zwar jetzt die anspruchsvollste Strecke, aber das ist offensichtlich ein amerikanisches Publikum. Weil jetzt ist die Strecke mal ein bisschen anspruchsvoller, mehr Kurven und tralala, ja. Sieht ein bisschen aus wie Formel 1 und schon guckt da keiner mehr zu auf der Tribüne. Ja, Moment, mehr als vier Kurven ist ja gar nicht Daytona oder Nesca. Verstehe ich nicht. Da gehe ich nicht hin. Verstehe ich nicht. Was meinen die? Kann ich aber andererseits auch nachvollziehen, bei Formel 1, also wenn man Formel 1 so zum Gucken hingeht, ist ja eigentlich auch total blöd. Das ich du mir, siehst doch immer ja, das nix. Dachte ich mir auch so. Also, okay, dann hockst du vielleicht da in der Kurve und dann hast du was zu essen und zu trinken und dann quatschst du mit den Leuten. Aber alle drei Minuten kommt man so. Man checkt doch auch gar nicht, wie das Rennen ist. Das checke ich schon im Fernsehen nicht. Ja, ich schnall nie, was ich da sehe. Das ist genau wie bei Tour de France. Ich weiß nie, was sehe ich denn jetzt gerade? Mhm. Okay, ist das jetzt das vordere Feld, das hintere Feld oder das Bauersfeld? Ich weiß es nicht. Ich frage mich dann mal, sind die gerade auf dem Weg zu einer interessanten Sportart oder ist es das wirklich? Ja, das ist es. Geil. Oh mein Gott. Hoffentlich haben wir irgendwann mal einen Rennfahrer im Interview in irgendeiner Gelegenheit und können wir ihn das fragen. Ja. Wir hatten doch mal diese eine Rennfahrerin in der Redaktion, die sich ausgezogen hat. Ja. Wieso ist der Wagen des Diebs nicht hier? Schlechter Verlierer. Seht, dort! Was tut ihr da? God damn you! Oh. Was ist das denn? Das. Fisticuffs oder was? Meisterbaut Misslingen. Seid bereit für mein Feuerwerk. Dieser Dieb kann sich hier nicht verbergen. Wenn ihr mal was Lustiges sehen wollt, dann googelt mal GameStar Interview Nick Heidfeld. Eine meiner ersten Aufgaben hier vor ungefähr 100 Jahren war es, den Formel 1 Rennfahrer Nick Heidfeld zu interviewen. Warum? Naja, aber das war irgendwie, da wurden wir eingeladen, so geh da mal hin. Das war in den Riemarkaden, also hier in München. Und dann sind mich da und Toni Schweiger, also unserem damaligen Chef von der Medienproduktion, hingefahren. Und dann sollte ich den halt interviewen. Das ist irgendwie auch so als, ja, dann, dass du mal übst, wie das geht, so interviewen. Damals musste ich auf die harte Tour lernen, wenn du dich neben einen Interviewgast auf die Couch setzt und du den interviewst, ist es ultra scheiße, wenn du kurze Hosen anhast, weil du aussiehst wie der letzte Vollidiot. Also googelt mal nach GameStar Interview Nick Heidfeld, das gibt's hier garantiert auf YouTube noch und da sehe ich halt aus, ich bin ungefähr 12. Also letztes Jahr war das erst. Ja, genau. Was ist denn das für ein Spiel? Das ist ein Sehtest. Wir sind durchgefallen. Ich weiß nicht, wer ich bin. Warte ich mal. Auch nicht. Genau, oder? Ich bin der mit dem Umhang. Ich bin ein Gandalf. Da sind Rollerblader dabei. Ich habe letztens den Anfang von Police Academy 4 gesehen, wo die ja auch mit diesen Skateboardern. Ah, stimmt. Wo die Parkhaus. Die ja. Cool. Und da mussten sie natürlich auch irgendwie die normalen Schauspieler damit reinbringen. Da ist so eine Szene, wo sie dann keine Double reinsetzen können, wo die dann angefahren kommen müssen. Und das ist so geil. Weil sie packen vor die Schauspieler. Vier andere Skateboardfahrer, die so voll stylisch angefahren kommen und die kommen im Hintergrund so angerollt. Steigen dann so ab, so, hey, wir gehören dazu. Nee, tut ihr nicht. Und wir haben es alle genau gesehen. So geil. Und heutzutage in HD ja sowieso alles besser. Man sieht ja alles besser. Na gut, raus aus diesem digitalen Albtraum. Ich muss sagen, ich mochte die Welt mit den magischen Monstern. Es war fast wieder rein. Wird niemand was sagen, dass wir den Typ in der Mitte durchgerissen haben. The hell, man.
Die Rennfahrerin, die sich ausgezogen hat, war übrigens Christina Sura. Das weiß ich deswegen, die mich nur kennengelernt hat. Da haben wir die Redaktion gedreht und ich war in meinem Herbert-Kostüm und war wohl keine Zeit, der mitzuteilen, dass ich gar nicht in echt so aussehe. Die denkt bis heute, ich sehe in echt so aus. Naja. Da denkt ja auch jeder drüber nach. Ja. Mensch, sah der wirklich so aus? Sah er wirklich so aus? Ich weiß es nicht, verdammt. Ich kann diese Frage nur beantworten, indem ich mich ausziehe. Für den Playboy. Ja, passt ja jeden Abend halt, ne? Ja. Bevor sie ins Auto steigt. So, Lord Vorwerk, was geht ab? Herausfinden, wie sie es machen und wo sie sich verstecken. Und ich glaube, ich weiß auch schon genau wie. Ich muss ja sagen, dass ich Lord Fortech als Bösewicht nur so semi-cool finde. Ja, das ist... Ich verstehe nicht, warum die ganzen anderen Schurken das mit sich machen lassen. Verstehe ich auch nicht. Mein Scanner misst eine neue Dimension. Nein, halt! War nur ein Fleck auf dem Display. Vergesst das! Was kommt denn jetzt noch? Was ist denn das? Ah, Scooby-Doo! Geil! Scooby-Doo gibt's? Ach ja doch. Das mochte ich auch früher. Habe ich als Kind auch gern gesehen. Oh, cool, wie sie aussehen. Wie so Cell-Shading. Ich höre was. Okay, das ist das Haus meines Onkels Arthur. Arthur Jones, der berühmte Entdecker. Ob er wirklich eine Mumie gesehen hat? Zumindest glaubt er das. Er sagt, sie hat es auf seinen Diamanten-Skarabäus abgesehen. Hey Leute, könnt ihr mal den alten Jahrmarkt abchecken? Das ist einer der Orte, wo die Mumie auch gesehen wurde. Jahrmarkt? Hey Velma, denkst du, auf dem Jahrmarkt gibt es auch Zuckerwatte? Zuckerwatte? Kostet 1 Euro. Ich hinter dir, mein alter Freund. Skarabäus ist sicher unser Fundamentelement. Über die Und nun jagen sie auch noch Käfer. Können wir sie beschützen? Was? Kein echter Käfer, Gandalf. Über die Scooby-Doo-Serie habe ich das Wort Anhaltspunkt gelernt. Das wird nirgends sonst verwendet. Weil es immer, ein Anhaltspunkt, hat Velma immer gesagt. Natürlich steckt Mr. Crenshaw, der Geisterbahnbesitzer, dahinter. Ja, ich bin irgendwann hat die Serie ihren Reiz verloren, weil ich bin dann irgendwann dahinter gekommen, dass das immer ein sehr sich wiederholendes Schema ist. Immer der mürrische Arbeiter. Also irgendwie, ja, das war letztens irgendein Samstag, war das, ist mir dann aufgefallen. All die Jahre. Über 30 Jahre, Scooby-Doo. Moment mal, das ist ja fast so wie in der Folge davor. Ja, hier bräuchten wir Scooby. Können wir das mal kaufen? Das ist ja auch blöd. Jetzt sind wir hier in Scooby-Doo-World und haben ihn gar nicht. Abbresche. Aber das ist schön gemacht mit dem Cell-Shading. Können sie eigentlich auch ein Spiel draus machen. Ich wollte früher auch immer so ein bisschen sein wie Shaggy. Also eigentlich war ich schon immer so wie Shaggy. Also ich meine jetzt natürlich Shaggy. Ich wollte gerade sagen, Sex war schön. Das ist doch, hä? Wollte das als Kind? Also was ist denn da schief gegangen? Nee, weil der war so ein Taugenichts, voll der Angsthase, aber hat trotzdem einen Hundefreund gehabt und jeden Tag gegessen. So wollte ich auch sein. Und das unterscheidet dich von dem, was ich du geworden bist. Wo drin? Ich habe keinen Hund. In der Redaktion rennen doch ständig Hunde rum. Ja, was ich meinen Hundekumpel. Außerdem kriege ich jeden Tag Scooby-Schmeckis.
Das ist ein Hinweis. Da brauchen wir Gandalf. Gandalf trottet schon wieder hinterher. Trottelt hinterher. Ich muss kurz die Eule abschießen. Aufgabe für einen Zauberer. Ja, diese kuriose Anordnung setzen wir dann aber erst in der nächsten Folge zusammen. Bis dann. Tschüss.